Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Diesmal ganz clean die Fire TV Fernbedienung, die neue, mit den zusätzlichen Tasten. Ich musste das schon aufmachen, weil das haben sie im Briefkasten drin gedonnert. Aber bis zum geht nicht mehr, das war ja alles verbogen. Ein bisschen sieht man es noch. Und das war mir zu heiß und ich habe gedacht, dass die kaputt ist oder so. Deswegen habe ich da schon mal reingeguckt. Habe ich euch im Stream auch schon mal gezeigt. So, wir packen ihn mal aus. Ja, da ist halt jetzt nicht viel drin. Wir haben halt die Fernbedienung drin. Die zeige ich euch gleich noch. Und Anleitung. Können wir drauf verzichten? Brauchen wir nicht. Und ganz unten die Amazon Basic Batterien. Ihr müsst da dann nur unten so ein bisschen aufmachen. Dann könnt ihr das also rausmachen. Die Basic Batterien sind ganz klasse. Also wie gesagt, ich hab so viele Fire TV Geräte jetzt. Box 1, Box 2, Box 3, Cube US Modell, Cube deutsches Modell, Cube deutsches Modell Nummer, also zweite Mal ein deutsches Modell, Fire TV Stick erste Generation, und immer waren diese Batterien mit bei und die halten wirklich ewig, die Basic Batterien von Amazon. Deswegen habe ich jetzt beim Prime Day auch zugeschlagen und habe mir da 72 Batterien geholt. Für die anderen Fernbedienungen auch. So. Mal gucken, wie rum kommt das. So rum. So. Also aufmachen empfehle ich euch, einfach eine flache Hand die Fernbedienung legen und dann mit der anderen flachen Hand oben so ein bisschen ziehen. Weil das manchmal hier die Dinger zu finden ist ein bisschen hakelig, oder hier oben raufdrücken. Manchmal macht's nicht. Meine Erfahrung ist halt mit der flachen Hand. Und dann hier oben so ein bisschen gegendrücken, hat man mehr Gewalt drauf. So, und hier ist halt jetzt neu der Knopf für Alexa, der ist jetzt halt hier oben, der ist jetzt farbig gekennzeichnet, so wie die Alexa-App jetzt auch ist. Dann haben wir, ich habe jetzt halt vom Cube die Fernbedienung hier. Also vorher hatten wir ein Mikrofon, jetzt haben wir eine farbige Taste für Alexa. Finde ich gar nicht mal so schlecht, das ist ja schnucklig. Zurück, Haus, drei Striche haben wir da auch. Zurückspulen, Play, Vorspulen haben wir hier auch. Darunter in der Mitte, laut, leise haben wir hier auch. Wir haben jetzt hier noch einen Mute-Knopf. Der ist jetzt links daneben, neben Plus. Und vorher war er unten drunter. Also der ist jetzt praktisch hier oben. Da. Und vorher war er unten drunter. Dann haben wir noch für Fernseh einen Knopf, den werde ich auch mal testen. Ich habe ja die 1&1-App drauf und mal gucken, was man da alles machen kann. Also da muss Amazon noch ein bisschen nachlegen, dass die einzelnen Apps mit Amazon, mit dem Fire TV ein bisschen kompatibler werden und dass die Apps, die man hat, auch als hauptsächliche Fernseh-Apps genutzt werden und dass man da dann halt hinschalten kann. Da müssen wir mal gucken, wie das läuft. Also das habe ich mir jetzt ein paar Mal angeguckt und hat mir bis jetzt immer nicht so gefallen. Für die Leute, die das interessiert, ich gucke ja kein echtes Fernsehen, aber deswegen bin ich da selten drauf. Weswegen ich mir das geholt habe, in erster Linie, weil meine kaputt ist, also nicht mehr so hält, das Batteriefach, und wegen hier den zusätzlichen Tasten, die wir haben. Wir haben Prime Video, Netflix, Disney Plus, Amazon Music. Dadurch spare ich mir in der obersten Reihe die Apps, die kann ich dann nach hinten verbannen und kann dann oben in die obersten Reihe für die Wetter-App reinpacken, oder K-Punkt reinpacken oder so. Man soll die auch modifizieren, oder und Spotify und so was alles. Man soll die auch modifizieren können, die Knöpfe, und sagen können, welche App damit ausgelöst werden soll, angeblich. Ich weiß es noch nicht. Es ist das erste Mal, dass ich die habe. Das werden wir testen. Wenn das wirklich so funktioniert, werde ich auf die Amazon Music App mal was anderes packen. Und dann werden wir mal testen, wie das funktioniert. Ja. Clean schnucklig. Also die ist von der Größe. Jetzt wieder. Ja, die ist jetzt ein bisschen anders als vorher. Ein bisschen schmaler wirkt sie. Vielleicht ein 2 Millimeter, ein Millimeter kürzer. Millimeter kürzer vielleicht, ne, vielleicht so 2 Millimeter kürzer.
Unten haben wir jetzt nicht mehr den Fire von Amazon. Wir haben jetzt hier direkt Fire TV stehen mit dem Fire. Ein bisschen schwerer wirkt sie. Von der Handhabung ein bisschen dicker, aber sieht nicht dicker aus. Ich zeige euch das nochmal. Wir haben jetzt hier unten bei den alten haben wir halt diesen Pfeil. Ja. Und hier haben wir den Fire TV. Wenn man sie jetzt hier nebeneinander hält. Ich versuche das mal gleichmäßig zu machen. Sieht man, dass die so 2 mm kürzer ist. Liegt trotzdem noch gut in der Hand. Was ich halt gut finde bei der Fire TV Fernbedienung, obwohl jetzt immer mehr Tasten dazukommen, dass alles gut erreichbar ist und halt nicht zu viele Tasten drauf sind. Ist jetzt wirklich aber langsam hart an der Grenze. Also noch mehr Tasten sollten sie nicht raufballern, weil sonst wird es langsam kritisch. So, nichtsdestotrotz erwartet jetzt für das Unboxing mit der Fernbedienung. Wir werden gleich den Fire TV Cube anschließen. Ich bin mal gespannt und die Fernbedienung benutzen und die Ersteinrichtung machen. Die werde ich komplett für euch aufnehmen, die Ersteinrichtung, damit ihr das sehen könnt, weil da gibt es ein paar Kniffe, ein paar Tipps und ein paar Tricks, weil viele haben mir gefragt, wie externe Geräte anschließen und sowas alles. Das werde ich mit euch alles im Anschlussvideo machen und auch ein paar Tipps und Tricks verraten für euch. Ich hoffe, ihr werdet Spaß damit haben. Ich bin jetzt erstmal weg. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde das Video natürlich auch in der Infocard verlinken. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.